Servus und Pfeifiger, ihr wisst, was ansteht, wenn ich euch diesen Screen hier zeige, nämlich eine neue Turm-Challenge. Wir haben seit heute den Reset vom Turm der Prüfung und deswegen gibt es mal wieder eine neue Challenge, die ich mir überlegt habe. Und heute soll es sich rund um das Thema 2A drehen. Und zwar werden wir heute den Turm nur mit zweiterweckten Monstern machen. Und um das Ganze nicht wieder so auf eine halbe Stunde oder so zu strecken, werde ich euch quasi die Boss-Stages zeigen und das Ganze im Schnelldurchlauf und hoffe, dass ich so ein bisschen Zeit einsparen kann. Wie gesagt, die ersten Etagen sind ja eigentlich sowieso uninteressant. Ich zeige euch jetzt ganz kurz das Team, welches ich mir da quasi so vorgestellt habe. Wo ist meine Linda? So, die können wir noch mitnehmen. Dich können wir noch mitnehmen. Theoretisch können wir auch mit Thrain und Sarth in 2A Conti-Team machen. Aber das wäre irgendwie nur halb so lustig. Wo ist meine Linda? Sag mal, ist die noch wieder drin? Tatsache. Hast du Runen? Ja, so halb. Alright, dann mach mal Crow. Haben wir irgendeinen Lied? Nee, ne? Stimmt, ist auch egal. Ich werde mal das Team so erstmal dabei belassen und dann machen wir so die ersten Stages. Let's go.
So, damit haben wir Turm abgearbeitet. Das Ganze nur mit Monstern der zweiten Erweckung. Wie ihr gesehen habt, musste ich jetzt Stage 100 wechseln und habe Lulu als Heiler mitgenommen, weil ihr habt ja gesehen, zweite Stage war sehr viel Crowd Control mit Vero und den Licht-Succubus. Und deswegen war hier Immunity auf jeden Fall besser angebracht. Ich zeige euch noch schnell die Runen von den Monstern. Wir hatten jetzt quasi Lulu zum Schluss. Viofrost, Speed, HP, HP. Nichts Besonderes. Spectra auf Tempo Focus, Speed, HP, HP. Auch Speed, Crit Damage, HP oder Speed, HP, Accuracy. Runenbar, je nachdem welchen Spielstil man bevorzugt. Dann hatten wir Rauk mit Gewaltrache, ATK, Kritschaden, ATK. Nichts Besonderes. Dann hatten wir Kayen, Double Revenge Wille, Speed HP, HP. Ein bisschen mehr Accuracy wäre bei ihm vielleicht nicht schlecht. Und dann hatten wir zum Schluss noch Crow, Rageblade, Attack with Damage, Attack. Crit Rate wäre ja noch ein bisschen besser. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen rehappen kann oder grinden kann und so eine Sachen. Und dann gibt es jetzt natürlich noch zum Schluss ein kleines Opening. Wir gehen dafür in den Überraschungsshop und holen uns mal hier so eine Kiste ab. Gucken, was wir Schönes drin haben. Alright. 10 Mystische. Nehme ich gerne. Und dann gibt es jetzt eine Legendary, eine LD, 14 Mystische. Und hier könnte ich tatsächlich ein Dings gebrauchen. Ein, wie heißt der? Belenus? Ja, ich glaube, ne? Abelio war Wasser. Tyrannus habe ich ja. Und ihr kennt den kleinen Summoning-Trick. Erstmal RNG ein bisschen anheben, hoffentlich. Wäre lustig, wenn ihr das auch so probiert, dass ihr erstmal so eins bespürt. So, da gucken wir mal. Haben wir Glück? Hab hier. Okay. Hier ist nichts zu holen. Dann geht's an die Mystischen. Erwarte jetzt nichts Besonderes. To be honest. Lebende Rüstung. Kriegsmammut. Elfenwächter. Mystische Hexe. Hi Elemental, nix, Blitzer, oh, Phantomdieb, oh, nice, nehme ich mit, hier kommt natürlich sowieso nix, hätte ich das gedacht, ein Hawk und Legendary, ein Fugi. Oh, das ist Skill Up. Nehme ich gerne. Alright. Dann soll es das Ganze gewesen sein mit der 2A Tome Challenge. Könnt ihr ganz gerne selber ausprobieren. Mal gucken. Vielleicht macht es ein oder andere. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst ganz gerne eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und bedanke mich immer fürs Zusehen. Wir sehen uns immer im nächsten Summoner-Video. Macht's nicht gut. Macht's besser. Bis dahin. Later und haut rein.